Also Malta Kaiser fragt, habt ihr schon mal einen Extremsport gemacht? Und nein, ich meine nicht 30 Mettbrötchen in 3 Stunden. Ich habe immer so eine Aversion gegenüber Sportarten, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber die an sich kein wirklicher Sport sind, also im Sinne von eine sportliche Betätigung, Anstrengung, sondern sowas wie aus dem Flugzeug springen und dann nach unten fallen und bevor man auf den Boden aufschlägt, halt so einen Fallschirm ziehen zu lassen, denn wir dürften ja auch, wenn wir jetzt sowas machen würden, müssten wir so einen Tandemsprung machen. Und das gilt bestimmt auch so als mehr oder weniger Extremsportart. Und das sowas macht mir immer irgendwie keinen Spaß, wenn ich weiß, dass der Idealfall ist, dass ich überlebe. Unverletzt. Und andernfalls eben nicht. Aber währenddessen nicht irgendwie fitter werde oder kräftiger werde. Ich gebe mein Leben ungern aus der Hand, zum Beispiel beim Bungee-Jumping. Ich möchte nicht, dass andere Leute berechnen, wie im Idealfall das Seil sein muss, damit ich so ein Stückchen unten noch Platz beim Bungee-Jumping hätte ich auch Angst. Da steht jeder mal so eine Waage beim Bungee-Springen, weil man muss ja gewogen werden, damit sie wissen, wie lang das Seil sein muss oder so. Und ich hätte halt immer die Sorge, dass ich mich auf die Waage stelle und sie entweder so ein Error anzeigt oder nur bis so und so viel Kilo geeicht ist oder die sich dann denken, nee, so viel kann der nicht wiegen. Lass das Seil mal ruhig ein bisschen länger machen. Mhm. Und dann bam. Eddie, hast du schon mal Extremsport gemacht? Außer gerade? Ich mache gerade Extremsport, ja, wollte ich auch schon. Und jetzt nimmst du mir auch noch die Gags weg. Wann lässt Barlow sich wieder einen Afro wachsen, ne? Will das Sam Fritsch wissen. Keinen Bock mehr zu spielen. Aha. Würde gerne. Konnte nie. Weißt du, das Schlimme war, ich habe mir in meiner Jugend, habe ich mir nie eine Matte wachsen lassen, ne? So lange Haare. Obwohl ich schon eher so Mettler war. Und als ich mich dann entschieden habe, mal zu versuchen, mir eine Matte wachsen zu lassen, da sind die schon ausgefallen. Ich konnte mir nie lange Haare wachsen lassen. Das ist ja voll traurig. Zen Conridge fragt, wenn man Thomas zu Mett verarbeiten würde, wäre es dann vegetarisch? Und welche Tiere außer Schweine schmecken als Mett? Also, das sind ja zwei Teile der Frage. Richtig. Teil 1, Thomas in der Regie dort. Also ich fände das Hallo gut. Thomas! Ich fände das gut, wenn das Matt vegetarisch würde, dadurch, dass man einen Vegetarier verarbeitet. Das würde ja bedeuten. Sinn. Nee, macht's nicht, weil dann wäre auch Rinder Matt vegetarisch. Weil Rinder Vegetarier sind. Stimmt. Ich glaube, das geht nicht so. Kann ich aber als erstes nehmen. Blutklingen Nyadis Brotback auf Facebook fragt, warum gibt es bei euch kein warmes Wasser? Ah, da ist sie ja. Haben wir die nicht schon mal gehabt? Ne? Die wird ja immer wieder gestellt, meistens von den Gästen, warum wir kein warmes Wasser haben. Guck doch mal, am Boiler hängt so ein Kabel, ne? Siehst du das? Ja, Strom. Siehst du? Halt mal hoch. Ich hab Wasser, ne? Siehst du? Deshalb gibt es bei uns kein warmes Wasser. Das Kabel ist zu kurz. Etienne, darf ich die Geschichte erzählen, als du gekocht hast? Hast du doch schon. Erstmal habe ich ihn bei Edeka getroffen. Da war seine Frau, glaube ich, nicht da. Und da hat er alles gekauft, was man so in den Backofen stecken kann und bei 200 Gramm irgendwann warm wird, bei 200 Grad. Ja, aber das ist doch vernünftig. Das mache ich auch so. Ja. Und irgendwann piepte plötzlich der Feuermelder. Ich reiß die Tür auf, gegenüber riss jemand die Tür auf. Ich koche! Hast du eine Leiter? Ja, Eddie, ich habe eine Leiter. Ich habe ihm eine Leiter gegeben, dann hat er den Feuer, dieses Ding da abgeschraubt und weitergekocht. Was hattest du denn da gekocht? Naja, also es waren so Röstis in der Pfanne. Ja. Und waren in der Packung, glaube ich, 10 Röstis, aber die Pfanne haben nur 8 gepasst. Die haben auch super geklappt. Und dann habe ich die letzten 2, wollte ich auch noch. Und da war aber alles schon heiß und irgendwie so, und dann habe ich die da reingemacht und plötzlich sind die sofort schwarz geworden. Und haben halt es gab eine sehr schnelle Rauchentwicklung. Wusstet ihr das? Ja. Und die Rauchmelder sind extrem sensibel. Aber ja. Was ich viel interessanter finde, ist, dass von dem ganzen Haus nur du geguckt hast, ob alles in Ordnung ist. Seht ihr es als Segen oder Fluch an, so verdammt gut auszusehen? Ich finde, das ist schon ein Segen. Muss man einfach mal so sagen. Stimmt. Vor allen Dingen in der Schwerelosigkeit. Ja. Nächste Frage, Odette.